In einem Notfall sind zwei Dinge besonders wichtig: Geschwindigkeit und ausreichende Informationen. Damit bei einem Notfall zu Hause der Rettungsdienst möglichst schnell alle wichtigen Infos bekommt, gibt es die sogenannte SOS-Rettungsdose. Zwischen Butter, Eier und Co. hat die rote Dose ihren Platz. Ein Griff in den Kühlschrank kann also Leben retten. Sie ist klein, rot und kann Leben retten, die sogenannte SOS-Rettungsdose. Sie enthält kein Notoperationsbesteck oder einen Defibrillator. Sie enthält, was oft viel wichtiger ist, Informationen. Unkompliziert sollen Helfer in Notsituationen somit einen einfachen Zugang zu lebenswichtigen Informationen über einen Menschen erhalten. Die Idee zur Rotkreuzdose stammt ursprünglich aus... Also diese Rettungsdose oder bei uns eben Rotkreuzdose, die ist wohl in Irland, England entstanden, vor circa 5 Jahren und ist dann vor circa einem Jahr jetzt zu uns mal rübergeschwappt in unsere Hilfsorganisation. Und wir haben gedacht, es ist ein gutes System. Die Dosen enthalten ein Datenblatt, auf dem lebenswichtige Informationen über den Patienten notiert sind. Welche Vorerkrankungen gibt es? Wer ist der Hausarzt? Welche Medikamente nehmen die Patienten? Das ist handschriftlich auf dem Datenblatt vermerkt. Das ist eigentlich wie ein Notfallausweis, aber stationär sozusagen in einem Haushalt. Und dass wir auch wissen, wir suchen immer im Rettungsdienst, wo solche Medikamentenpläne sein könnten oder solche Dokumente, hat man sich bei diesem System geeinigt, dass diese Dose sozusagen in den Kühlschrank wandert und dann auch in die Tür rein, dass jeder weiß, aha, wer so eine Dose hat. Das kann man an den Aufklebern sehen. Diese Aufkleber kommen an die Wohnungstür, innen oder außen. Manche wollen ja mehr Privatsphäre dann innen für den Rettungsdienst. Und wenn wir das gesehen haben, wissen wir eigentlich auch, dass im Kühlschrank dann diese Dose vorgehalten werden soll. Und der zweite Aufkleber kommt dann sozusagen dann auf den Kühlschrank. Und dort findet dann ein Kollege von uns vom Rettungsdienst diese Dose mit allen hoffentlich aktuellen Hinweisen, Vorerkrankungen und Medikamenten. Ein Notfall ist für den Patienten häufig eine besondere Stresssituation. In dieser Aufregung passiert es leicht, dass man ein wichtiges Detail über eine Anamnese vergisst. Zudem kann sie eine Hilfe für Angehörige sein, die in einer Notsituation nicht selten auch unter Stress stehen oder die Notfalldaten des Patienten generell nicht kennen. Von dieser Rettungsdose profitieren eigentlich alle, aber vorrangig natürlich ältere, alleinlebende Mitbürger, die sozusagen auch schon Vorerkrankungen haben. Und aber eigentlich alle Patienten, die, wenn der Rettungsdienst kommt, nicht mehr artikulieren können, was für Vorerkrankungen, welche Medikamente sie nehmen und was für Beschwerden sie haben. Ob zum Geburtstag, als Mitbringsel oder als Aufmerksamkeit zu einem Feiertag. Die Dose ist ein kleines Geschenk mit großer Wirkung. Diese Rotkreuzdose, die kann man bei uns im DRK-Kreisverband oder anderen Kreisverbänden vom Deutschen Roten Kreuz erwerben, gegen einen kleinen Unkostenbeitrag von 3 Euro. Also beachtet werden muss, habe ich schon gesagt, es müssen aktuelle Daten sein. In diese Dose passen natürlich auch vielleicht manche Sachen wie zum Beispiel ein Gesundheitskärtchen oder auch noch ein Notfallspray, ein Asthmaspray rein. Aber wichtig ist eben, dass man sich an die Vorgaben von diesem System eben hält, dass dem Rettungsdienst klar gemacht wird durch Aufkleber, wir haben so eine Notfalldose, die Rotkreuzdose. Und dann sollte natürlich in dieser Rotkreuzdose alles aktuell sein. Man kann gerne sozusagen den aktuellen Medikamentenplan nach dem Hausarzt, der druckt ihn meistens aus, immer den neuesten sozusagen reinlegen. Dann braucht man nicht viel an den Grunddaten ändern. Aber die meisten Sachen wie Vorerkrankungen, Grunderkrankungen und Hausarzt bleiben ja meistens über Jahre gleich. Und darum ist es eine sehr wertvolle Sache. Aber es ist eine sehr gute Hilfe für den Rettungsdienst, wenn sowas da ist.